Das Kunstmuseum Basel ist konzipiert, angestammt als Sammlungshaus. Wir haben das Ausstellungswesen sehr stark ausgebaut und deswegen brauchen wir insbesondere einen Erweiterungsbau. Wir möchten Flächen haben, Ausstellungsräume, wo wir unsere großen Sonderausstellungen zeigen können. Wir möchten unsere stark gewachsene Sammlung besser präsentieren können. Für uns ist der Neubau auch ein Zeichen nach außen der Erneuerung des Kunstmuseums. Es ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass dieser Neubau, der selbstverständlich für sich steht, gleichzeitig auch zu erkennen gibt, dass er eben Teil ist einer Paarkonstellation. Bei einem Projekt wie dem Erweiterungsbau gibt es natürlich immer Resonanz und Reaktionen der Öffentlichkeit, aber auch als Kulturinstitution natürlich in der ganzen Kulturlandschaft, regional, national und auch international. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Institutionen, alle Vertreter der Institutionen in der Projektleitung, in allen Gesprächen immer sehr positiv auf das Projekt reagiert haben und wirklich auch so mit einer persönlichen Emotion mit diesem Projekt umgegangen sind. Ich glaube, das ist eine Besonderheit. Das Kunstmuseum Basel bedeutet den Baslern unheimlich viel. Die Komplexität des Neubaus des Kunstmuseums Basel ist deswegen so hoch, weil es einerseits natürlich ein Bauwerk ist, was mitten in der Stadt, mitten im Verkehr entstanden ist. Und das Zweite ist natürlich die Anbindung an das Haupthaus. Dafür musste auch der Hauptbau geschlossen werden für einige Monate. Und die enorme Sammlung von eben über 300.000 Werken mussten wir teilweise aus dem Haus bringen. Wir waren immer im Zeitplan, wir waren immer im Kostenplan. Und das hat einfach damit was zu tun, dass wir sehr realistisch geplant haben. Und diese realistische Planung ist einerseits natürlich den Architekten Chris Gantenbein zu verdanken, aber eben auch den ganzen Behörden, die mit ihren Erfahrungen aus anderen Projekten uns da unterstützt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Eröffnung dann der Stadt Basel dieses Gebäude zeigen dürfen. Ich glaube, der Unterschied, wie man vielleicht früher gebaut hat, ist so, dass an öffentlichen Projekten das Interesse jetzt nicht nur daran besteht, das fertige Haus zu sehen, das komplette eingerichtete Haus, sondern eben auch den Prozess kennenzulernen und sich dafür zu interessieren. Der Verbindungsgang zwischen den beiden Häusern ist eine Art großzügiges Foyer. Das heißt, da ist eben nicht ein Gang, ein Korridor, sondern es ist eine sich perspektivisch öffnende Fläche oder eben ein Raum. Und was wichtig ist, zusammen mit dieser räumlichen Öffnung öffnet sich eben auch ein Blick. Und der führt dann in die Tiefe des Neubaus. Wenn ich vom Altbau her schaue, sehe ich also schon wieder Tageslicht. Ich sehe das zentrale Treppenhaus und ich sehe, wie sich da die Menschen bewegen. Und was ganz wichtig ist, dieses Verbindungsgeschoss, dieser Verbindungsraum ist Teil des Museumsrundgangs. Das heißt, auch auf der Ebene gibt es Ausstellungsgalerien, es gibt Kunstwerke. Die Erscheinung des Neubaus ist geprägt von einem Mauerwerk. Und in dieser Backsteinkonstruktion gibt es einen Fries, also ein umlaufendes Band, das diesen Baukörper fast klassisch, wenn man so will, klassisch bekrönt. Aber was besonders ist, dass wir dann in der Fuge drin, zwischen diesen Backsteinen, mit Licht arbeiten. Und was wir uns davon versprechen, ist dann, dass dieses Mauerwerk, dieses eigentlich sehr schwere Bauwerk, so etwas, sagen wir, Flüchtiges oder etwas Bewegtes oder auch so etwas Komplexeres bekommt. Es ist dann wie Licht, das zwischen den Steinen hervorschimmert. Es ist sicher angebracht, einen großen Dank auszusprechen für alle Beteiligten. Das ist natürlich die Regierung des Kantons Basel-Stadt mit allen Vertretern des Präsidialdepartements, Regierungspräsident Guy Morin,
dann das Bau- und Verkehrsdepartement, das Finanzdepartement, die haben sich extrem stark eingesetzt für dieses ganze Projekt. Und der Lauren-Stiftung gebührt natürlich der ganz große Dank, dass ohne dieses mäzenatische Engagement hätten wir diesen Bau wirklich nicht realisieren können. Also wir sind glücklich, dass das alles so gekommen ist.